Heute mein Video mit einem neuen Vorschlag, wie ihr für alle Heiligen oder alle Seelen jetzt ein richtig schönes Gesteck machen könnt für den Friedhof. Und zwar, ja, es kommen immer neue Technologien raus, es kommen immer neue, es wird immer geforscht und es gibt immer neue Möglichkeiten. Hier möchte ich euch das mal mit der schwarzen Steckmasse zeigen. Ich verwende hier den kleinen Ring von der Serie von Oasis Black Biolight. Und zwar hat mein Ring jetzt hier einen Durchmesser von 17 cm. Ich blende euch mal hier die Produktübersicht ein, sodass ihr selber sehen könnt, welche Materialien die Firma Oasis jetzt hier in schwarzer Steckmasse so zur Verfügung stellt. Und komme jetzt natürlich als erstes bei und nehme meinen kleinen Ring und stecke den Wasser ein und warte so lange, bis er sich vollgesogen hat. Das geht auch ruckzuck. Habe mir Ranken vom Efeu besorgt und zwar komme ich jetzt ganz unten am Stiel bei und schneide den auch richtig schön an. Und nehme jetzt von der Ranke ungefähr 20 cm. Und steck mir die Ranken hier insgesamt ringsrum so ein. Hier habe ich immer ein Stückchen freigelassen, oben und unten, sodass ich das richtige Stück schön reinstecken kann. Wenn die Blätter gar zu groß sind, da achte ich auch drauf, dann nehme ich die weg, dass ich nachher so ungefähr gleich große Blätter habe. Hier entferne ich das Blatt. Und ganz zum Schluss, worauf ihr natürlich achten solltet, dass die Efeublätter, der Efeu hat ja auch eine Rückseite und eine Vorderseite, dass die Blätter natürlich nach vorne, nach oben schauen. Und ganz zum Schluss, ihr seht das auch, ich habe immer jetzt hier noch eins dazwischen gesteckt, sodass nachher alles wirklich richtig schön gleichmäßig ist. Und eben ganz zum Schluss kann man auch noch mal gucken, okay, dann sieht man das gut, ob alles richtig gleichmäßig ist. Und da kann man dann immer noch angleichen. So wie der ist jetzt ein Stückchen zu lang. Nehme ich jetzt hier die Spitze weg. Und wenn jetzt alles schön gleichmäßig gesteckt und alles gleich lang ist, dann komme ich jetzt ganz einfach bei und biege meine Äste, die kleinen Ranken, immer so und nehme den nächsten und stecke den dazwischen und nehme den nächsten und hier immer eins und stecke jetzt praktisch hier in die nächste Lücke wieder die Ranke rein. Also das ist jetzt ganz einfach und ruckzuck auch gemacht. Und ganz zum Schluss natürlich immer oben rüber. So ist dieser kleine Kranz richtig schön mit Efeu besteckt. Ihr könnt jetzt, wenn Blätter
nach unten gehen, natürlich die rausziehen und nach oben biegen, aber durch das Licht und richtet sich der Efeu selber aus, sodass nachher nach ein paar Stunden alle Blätter wieder schön nach oben gucken. Für den Innenrand, dann nehme ich jetzt Moos, und zwar habe ich mir Moos aus dem Rasen gezupft. Komme ich hier, fasst man ja so an, sieht, hier ist noch ein bisschen Gras zwischen, fasst man so an und zupft das so nach oben. Und nehme jetzt Draht, da ist jetzt die Stärke nicht so wichtig, also ich habe jetzt solchen Steckdraht und biege mir von dem Draht solche kleinen Haften, damit ich jetzt hier den Innenrand richtig gut bestecken kann und habe das jetzt hier auch richtig schön nachher von innen, so dass dieser Papprand jetzt hier gar nicht zu sehen ist. Im Blumengeschäft habe ich mir dann besorgt einmal Hypericum und zwei Stiele jetzt diese Polyantha oder Spreerosen, wie ihr die auch immer kennt. Das reicht vollkommen aus, weil die Steckmasse, die soll ja jetzt zu sehen sein. Ich komme jetzt hierbei, lasse das eine Blatt vom Hypericum hier stehen und kann den Hypericum so richtig schön stecken. Ja, hier ist das Blatt mir viel zu groß. Dann mache ich das ab. Hier teile ich sogar noch den Hypericum. Und ordne das auch so an, dass ich jetzt hier so ein ungleichseitiges Dreieck habe. Mit meinen Rüschen verfahre ich ähnlich. Dass ich die so in Gruppen stecke, also sprich die Hauptgruppe. Hier zwei kann mit einer Rose auch noch mal schön rausgehen. Und hier eine. Und so kann das Schwarz vom Kranz noch mal richtig, richtig schön wirken. Und so ist mein kleines Kränzchen fertig. Und ich denke mal, doch ganz, ganz was Besonderes, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich moderne Trauerfloristik.